Ah, hier, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Batman Vengeance in Deutsch und HD und mit mir und so weiter. Ja, kennen wir schon. Oh, ich glaube, hier ist auch wieder so ein Teil. Jo, ich hab's doch wieder gewusst. Ich bin einfach gut. So ist es, oder ist er wieder einer? Der hat kein MG, oder? Den hat er nicht. Dann mach ich ihn platt. Diesen Arsch. Ja, den mach ich platt. Ich weiß schon, wie ich ihn platt mache. Ich stoße ihn einfach runter. So macht man das heutzutage. So. Nochmal ein bisschen am Rädchen drehen. Und wir haben's. Damit ist dann auch das dritte Tor endlich geschlossen. Und wir können da durch. Sehr schön. Oh, diese Musik. Die gefällt mir Jens und Diane. Gar nicht. So, ein paar Elektro-Batterings. Und wir gehen auch sofort weiter. Ja, hallo. Okay. Ich würde sagen, so, beide keinen MG mehr. So schön. Der ist runtergefallen, Idiot. Ja, ich würde sagen, selbst schuld. Betzanker. Ne, den Betzanker. Nicht den Bettanker, sondern den Betzanker. Oh, ich bin schon wieder gestorben. Ich fass es nicht. So blöd wie ich muss man einfach nur sein. So richtig blöd muss man sein. Ha, okay, ich hab's nun mal endlich geschafft. Wir sind endlich hier. Ja, ziemlich schwer diese Stelle, muss ich sagen. Also, beziehungsweise eigentlich ist sie ja nicht schwer, aber ich stelle mich immer mal wie immer viel zu doof an, um das zu packen. Also, aber was soll's. Also, ich will das jetzt auch gar nicht so kommentieren. So, wie ich das sehe, sind drei Leute hier. Okay, der eine, ne, ist schon mal schussunfähig. Bleiben also noch zwei Leute. Zwei Leute. Hallo? Na gut, gehen wir erstmal einfach hier rüber. Obwohl, für den brauche ich nicht mal Schüsse. Bam! Nacht. Kann anschalten? Kann anschalten, okay. Oh nein! Saftarsch. Den mach ich fertig mit einem so einem richtig aggressiven Powerschlag, ey. Gott sei Dank. Meine Fresse. Natürlich kann ich da jetzt wieder nicht drüber. So eine Saftscheiße. Was geht denn hier ab? Mhm. Zwei Boxen für vier Batterien zu passen. Oh Gott. Wie, das war schon? Hey. Okay, der ist weg. Haben wir hier ein bisschen lebensfällig? Nein, das ist was anderes. Was sind das? Oh, jetzt bin ich. Okay, ich gehe mit der Maus eben hin. Ferngezündete Schocker. Ach, das war
die gleiche Kacke, die wir bei Mr. Freeze benutzt haben. Ja, nö. Muss einfach mal sein. Schockerladung. Ja, müssen wir benutzen, wir haben keine andere Wahl, wir haben sonst nichts anderes. Hallo? Oh. Was macht der Typ da? Das ist der Lachmuskel des Grauens. The Joker's men are sending firebomb toys through the abandoned gas pipes. Those pipes trace the entire city. What's he trying to burn down? I'll figure that out after we've destroyed the toys. We have to flood the pipes. How? The fire sprinkler system. I'll join the pipes between it and the old gasworks. What can you tell me about the plumbing? The gaswork pipes are painted yellow. The water pipes are blue. There should be a central pillar you can use to connect them. There are three levers that control the rotation. You'll need to pull them all. Afterwards, there are a set of flywheels you'll need to find to start the water pumping. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich mit diesen Schockladungen machen soll. Ah, ich hab keine. Na gut. Aber leck mich doch an meinen Eiern, du. Oh mein Gott, ich brauche ein bisschen Gesundheit oder sowas. Oh man. Gott, ich bin fast tot. Hola. Gibt's hier was? Nö, nur so einen billigen Schalter. It's me. Not a good idea. If you flood the pipes without connecting the gas first. Oh, dann wird's ziemlich scheiße. Also, oh, da liegt. Oh, da ist Herr. Oh. Okay. Aha. An das Teil muss ich jetzt irgendwie ran. Koste es, was es wolle. Alles klar. War ich eigentlich schon hier drin? Ich glaube nicht, oder? Ne, ich glaube in dem Raum war ich spezifisch jetzt noch nicht drin. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leben, deswegen können wir schon auf jeden Fall was machen, aber leider. Oh. Ja, der hat sich auf jeden Fall schon gecheckt, dass ich hier bin, aber ob ihm das jetzt was bringt, das ist was ganz anderes. Mhm.
Da ist der Schalter, da muss ich auf jeden Fall hin. Ey, du Saftarsch. Das gibt's doch nicht. Das kannst du nicht machen, Digga. Hau ab. Das gibt's doch nicht, ich bin tot. Das haben wir schon gesehen. Ich hab wieder ein paar Batarangs, dann kann ich die Dinger wenigstens jetzt wegschocken. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt lass mich doch Oma hauen, du Wichser, Alter. So. Kleiner Bastard, Alter, ich mach dich fertig. Du kleine miese Sau, Alter. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Tschüss, dumme Viecher, ey. So. Jetzt haben wir's. Okay. Brauchen den Bettanker. Okay. Dann müssen wir erstmal hier hoch. Oh, was mache ich denn eigentlich? So, erstmal den Bettanker. Oh ne, jetzt muss ich sowieso hier rein, okay. Sofort hier rein. Hallo. So, eben das Ding hier aktivieren. Ja. Und eigentlich direkt wieder raus. Ich muss jetzt hier hin. Hol mir das Health. Dann waren direkt hier rüber. Ja, hallo. The gas and water lines are connected. Great. Now you just need to open the main valve. Okay, wir müssen das Hauptventil öffnen. Sollte nicht zu schwer sein. Hoffe ich doch mal. So, wir müssen auf jeden Fall darüber. Also, na gut. Ich könnte jetzt erstmal hier rüber jumpen. Ist mir völlig scheißegal. Da. Zack. Um den Wasserfluss in Gang zu bringen und Jokers Spielzeug unter Wasser zu setzen, müssen sie gleichzeitig die grünen Markierungen aller drei Räder auf die grünen Streifen an der Wand ausgerichtet werden. Drücken Sie die Delete-Taste. Okay. Achso, ich muss wahrscheinlich. Ja. Okay. Nein, Moment. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so schwer. Batgirl, the pipes are connected. Why isn't the water pumping? Let me check. It looks like somebody closed off the valve. Where? The pressure station at the top of the pipes.
Witzig. Den Witzbold krallen wir uns in der nächsten Folge Batman Vengeance.